Hallihallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Infinite World. So, und zwar folgendes. Ich habe mir nämlich jetzt heute etwas überlegt. So, hier sieht das schon mal gut aus. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was ist das? Das ist das. Ja, warte mal. So, bin minus... So, zack, lalalala. Okay, hier steht auch noch, hier steht auch sogar noch eine Turtle am Stissel. Hier ist sogar auch noch eine Turtle am Stissel. Dann muss ich hier nochmal ganz kurz nach oben. Und dann checke ich mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Ich wollte nämlich mal hier, da und das, da und das. Da und das. Okay, gut. So, jetzt muss ich überlegen. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Das wird auf jeden Fall witzig werden. Ich möchte ganz gerne eine Automatisierung machen. Kurz Discord, okay, gut. Kann ich ja machen. Dann, ich möchte gerne nämlich eine Automatisierung im Sinne von Inscriber. So, Inscriber, okay. Also, das heißt, ich werde hier erstmal ein paar davon basteln. So, dann fehlen mir auf jeden Fall die Kolben dafür, okay. So, dann fehlen mir hier die Pistons. Da werden wir mal 9 Stück haben. Kann ich jetzt bauen. Okay, gut. Sollte aber schon fast ausreichend sein. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall als nächstes das hier. Ja, jetzt ist natürlich mein... Oh, fuck, man. Warte mal, wie war das nochmal hier mit dem Pink Slime Ball oder Ball of Glue Slime Ball? Da gab es doch eine... Warte mal, Daron Jellyfish. Oh. Ja, da habe ich nur einen davon. Gibt es da noch eine andere Möge? Haben wir. Der Fischer ist hier nicht mit angeschlossen, weil er keine Upgrades hat, ne? Ne, der war nicht mit angeschlossen, weil er kein Wasser hier hat. Deswegen war da was. Ah ja, okay, dann reaktivieren wir erstmal noch mal den Fischer. Können wir zum. Ja, das ist natürlich ungünstig. Haben wir noch irgendwie ein anderes Material? Nee, auch nicht. Warte mal, also brauchen wir Marble. Ganz normal, ganz klassisch. Und, so, warte mal. Dann brauche ich als nächstes, brauche ich dann halt noch die Kabel. Ja, so. Okay, zack. Okay, gut, was wir halt machen könnten, wäre, wir könnten das über Item Conduits in die Kiste hier hineingeben. Die Möglichkeit würde bestehen. Es sieht zwar dann noch nicht so super toll aus, ne, aber diese Möglichkeit würde bestehen. So wie wir das über die Energie halt angeschlossen haben, ne, bräuchte ich dann nur gleich nochmal ein paar mehr Item Conduits. Ne? Also, zack. Okay. Zack. Zack. Geht das? Ne, komme ich gerade nicht ran. Okay. Da gibt es hier oben raus. To the east, okay. Okay, so, das heißt Item Conduit, okay. Disabled. Nehmen wir, das ist halt einfach abgeschlossen. Und das hier soll extrahieren. Also genau in diese Richtung gehen. Gut, das gefällt mir schon mal an der Stelle. So, dann warten wir jetzt so gesehen erstmal den Fischer, ne? Das wäre vielleicht auch schon mal noch eine gute Idee, weil uns der Jellyfish da ausgeht. Also, machen wir erstmal Item Conduit. Okay, na, ich hatte schon mal, wie gesagt, ich habe vorher auch schon mal ein bisschen was gebastelt, also Pulsating Iron Nugget. Hey, du. Okay. Hey! Was hat er denn? Item Connection, warte mal. Aua. Ja, macht ruhig. So, okay. Wie gesagt, ich brauche jetzt auf jeden Fall die Pulsating Iron Nuggets. Pulsating Iron Nuggets. So. Wollen wir mal checken. Haben wir da noch was? Da? Nee, haben wir nicht mehr. Kriegen wir das nochmal hergestellt? Das war mit Enderperlen und Iron.
Item Induction Smelter. Machen wir Iron, okay. Da haben wir ja genug davon, aber wir, ja, da merkt man dann, ja, das wird so langsam knapp für die Monsterfalle dann, ja, auf jeden Fall. So, dann können wir das hier erstmal wieder nochmal anpflanzen. So, Enderlisit, zack, 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 zack. Okay, so. Gut, also die schauen sich hier erstmal nochmal ein bisschen um, können sie ja machen. Und ich brauche jetzt, also genau, ich habe jetzt hier meine Enderperlen und gebe das hier einfach mal in den Induction Smelter gleich mal hinein. Beziehungsweise machen wir hier, hier ist auch voll. Dann machen wir das mal so hier, Conduit Binder erstmal raus. Induction Smelter, okay. Und nehmen wir erstmal das Ferries, brauchen wir da keinen Strom mehr, ne? Induction Smelter und Iron. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal die Pulsating Irons. So, wir können ein paar Enderperlen nochmal auf Vorrat legen, das wäre auf jeden Fall immer nochmal noch ganz gut. So, zack. Blast Resistant, Blocks Light. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen was machen. Ihr merkt schon, ich habe immer viele Sachen immer gleichzeitig am Laufen. Das ist, wurde mir mal auch mal als Kritik in die Kommentare geschrieben. Ich nehme die Kritik auf jeden Fall gerne an. Aber es gibt halt auch immer so viel zu tun halt, ne? Und dann ist das halt irgendwie immer so scheiße. Und ich möchte das eigentlich immer auch alles so perfekt machen und so gut es geht machen. Und gerade hier bei dem Projekt ist das wirklich, das habe ich halt auch die Zeit und den Anspruch daran, das alles wirklich sehr, sehr gut zu machen. So, ja, also wir sind auf jeden Fall mit den Dingern, sind wir hier fertig. Pulsating Iron, das ist wunderbar. Dann können wir das hier schön mal zusammen machen. Zack, zack. Wen kann er nicht nutzen? Welchen kann er nicht nutzen? Was kann er nicht nutzen? Wie kann er den nicht nutzen? Den kannst nicht nutzen? Den kannst nicht nutzen? So. Wieso nicht? Wieso kann er den nicht nutzen? Check ich nicht. Verstehe ich auch gerade. Ah, okay, warte mal. Okay, gut, dann muss ich mal. Ah, ja. Oh, okay. Ah, okay. So, zack. Okay. So, ich schaue mir nochmal das an. Hier, Master Black. Okay. Gut. Jetzt. So, okay, da war der kleine Fehler. Okay, so, und dann gehen wir mal hier unten rein. So. So, wir waren allerdings waren wir noch bei den Item-Conduits. Waren wir auf jeden Fall noch mit dabei. Hallo. Okay, so, Item-Conduit. So, Item-Conduit. So, ja, ja, bla, bla. Zack. Okay, 1, 2, 3, 4. Ja. Das sollte jetzt eigentlich ausreichend sein. So, wichtig wäre es jetzt hier, das hier. Was ist das eigentlich? Also nur ein Marble Block. Zack. Nee, das sollte so nicht sein. Okay. So, ja, ja. Dann, dann. Fuck. So, ja, das sieht dann auch. Ups. So, das war so. Das war eigentlich nicht ganz geplant, aber. Okay, jetzt müssten wir theoretisch dann hier lang gehen. Okay. Gehen wir dann auch gleich. Okay, so. Und hier müssten wir halt eigentlich im Grunde genommen halt sagen, oben, Insert. Genau, in diese Richtung. So. Und da soll halt eigentlich im Grunde genommen hier was passieren dann. So, wichtig wäre es, oder gut zu wissen wäre es, wenn wir denn hier gleich noch was hätten. So, okay. Okay, die düsen halt auf jeden Fall auch schon wieder ab dort. Ne? Das ist ja okay. So, dann haben wir hier das. Okay. Ich wollte mir den Fischer wollte ich mir auf jeden Fall anschauen, ob der jetzt hier was, ob der jetzt hier wieder funktioniert. Ja, das hat ja auf jeden Fall auch jetzt lange Zeit nicht funktioniert und nicht reingesteckt.
Ender Chest, ist 26, okay. So, was macht der hier? Der arbeitet so gesehen. Ne? Müsste man dann halt auf jeden Fall gleich mal sehen. Müsste aber eigentlich gehen, ne? Item Bucket will inserted to... In dem Bucket kann man hier irgendwas reinlegen. Oder wir warten mal ganz kurz und checken dann wirklich mal die letztendliche Funktionalität dahingehend halt noch aus. Das wäre auf jeden Fall mal noch ganz, ganz wichtig, denke ich. Wie gesagt, gelöst hat das hier das Ding. Er muss halt auf Wasser stehen. Also ich habe gedacht, das könnte auch funktionieren, wenn der halt... Wollte das eigentlich schön bauen halt ein Stück weit. Ja, sind halt dann so diese kleinen Fehler, die sich dann halt auf jeden Fall gerne mal einschleichen. Aber wir checken mal, ne? Wie gesagt, Energie hat er, der arbeitet auch und so weiter und so fort, ne? Müsste eigentlich dann auch gleich was fangen, so gesehen. Und dann können wir da auch gleich mal... Ja gut, ich habe jetzt leider keinen Vergleich so richtig. Aber vielleicht sieht man da in der Maschine etwas. So, schlafen bitte. Okay, können wir machen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir mal checken, ob da halt auch wirklich hier was, ob da wirklich mal auch was ankommt, was Tolles. Oder ob das halt irgendwo weggeht. Ja, so, das heißt, hier ist alles voll, das ist alles auch. Wenn, müsste hier was reingesteckt sein, eigentlich. Da kann ich halt jetzt so für den Moment schlecht nachvollziehen. Master Black left the game. Also der hat eigentlich die Ender Chest, hat er aber eigentlich als Inventar halt ausgewählt, theoretisch, ne? Also das müsste eigentlich schon funktionieren. Es kann natürlich auch mal sein, dass da halt auch wirklich nichts rauskommt bei. Ja, das wäre halt auch möglich. Da müsste man halt auf jeden Fall halt mal beobachten. Item Filter Extract General Green Active with Signal. Yeah, always active. Muss ich mal austesten, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Müsste aber eigentlich theoretischerweise sollte da was laufen. Ja, da das halt direkt hier in dieses System, Systematik hier reingeht, wie ein Hardfish. Ah, okay. An Ocelot Favorite Thread, oder Thread, ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. So, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, das funktioniert schon mal. Also, dann sind wir eigentlich ein bisschen abgedriftet, weil wir nämlich, da noch dran arbeiten. Also, wir brauchen auf jeden Fall die, wie nennen sie sich nochmal, die Inscriber. Da waren wir nämlich dabei gewesen halt, ne? Wir wollen nämlich jetzt hier mehrere Inscriber basteln und wollen die vom ME-System her auch gleich noch, ja, mit Craft, beziehungsweise wollen die halt, ja, craften lassen, ganz einfach, ne? Gehen dann mal hier runter und stellen die einfach im Grunde genommen hier mal mit auf. Ein Stück weit, ne? So, das heißt, wir haben... Warte. Machen wir das am günstigsten? Machen wir das so hier? So hier. Ja, ich denke, das passt so auf jeden Fall ganz gut, ne? Und ja, auf jeden Fall die Inscriber, ne? Da kommen dann hier gleich noch ein paar mehr mit dazu. Ja, das passt dann auf jeden Fall. Und dann ist das ja schön und gut und hast nicht gesehen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall als nächstes einen. Da geht es nämlich auch bei Applied Energistics, geht es dann nämlich um Channel. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall als allererstes mal einen Pattern, so gesehen. Ne? Ein Pattern, okay. So, das heißt, wir brauchen einen. Oder brauchen wir das wirklich? Brauchen wir wirklich ein Pattern für die Dinger? Ich glaube, für die Dinger brauchen wir nicht mal Pattern. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir können aber trotzdem mal ein Pattern-Terminal auf jeden Fall basteln, wenn wir das denn haben. Na, haben wir halt auf jeden Fall nicht. Haben wir noch ein Crafting-Terminal? Oh, ein Crafting-Terminal haben wir noch. Das ist doch schon mal gut. Ein ME-Crafting-Terminal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Crafting-Table. Den haben wir auch nicht. Haben wir auch gar nichts davon.
Gut. Ja, das ist halt auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall dann eine Arbeitserleichterung. Das werdet ihr mir auf jeden Fall dann, das werdet ihr dann auf jeden Fall gleich noch sehen. Also, wie brauchen wir als nächstes den Calculation. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch die Silicon. Silicon, haben wir davon noch was? Silicon. Nee, das und das. Also, und dann können wir das hier auf jeden Fall schon mal reingeben. Das hier und das hier. Okay. Dum, dum, dum. Können wir noch mal schauen, was es bei Ender.io noch gibt, ne? Ist da noch die. Bin ich mir gar nicht sicher. Meat Conduit, okay. Dense NME Conduit. Meat Conduit und Dense. Können ja mal schauen, wo habe ich denn das Dense? Dense ME Conduit. Wir können ja mal hier mal an den Inscriber da mal was ranpacken. In out. Jetzt kann man hier irgendwas reinsetzen. Ich weiß nur nicht, was man da reinsetzen kann. Das ist ein bisschen blöd. Wo ist das Silicon da? Dense ME Conduit. Dense, dense, dense. Gibt es da eine Möglichkeit, dort irgendwas reinzusetzen? Von Ender.io? Weil das ist ja der Mod dazu halt eigentlich, ne? Oder ist das. Müsste ich mal googeln, glaube ich. Dense ME Conduit. So, mal schauen. Was man dazu Schönes findet hier im Netz. So, Conduit Binder. So, warte mal, bla bla. Conduit cannot connect to microblocks added by applied, such as the ME Terminal or almost the abuses added by the mod. Okay. Bla bla. Aha, okay. Weil das eine habe ich halt auch noch nicht ausgetestet, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen müssten wir da halt auf jeden Fall gleich nochmal auch nochmal was machen. Also der haut sich halt direkt dort hier ran, ne? Haut sich hier aber nicht ran, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall diesen. Wir brauchen auf jeden Fall als Test den Storage. Das heißt, wir gucken mal, ob wir den jetzt mittlerweile mal bauen können. Storage Bus. So, das heißt, wir brauchen den hier, das hier. Dann das hier, das irgendwie Interface, okay. Und da brauchen wir immer noch den Formation Core, ne? Da hatten wir aber, glaube ich, ein bisschen jetzt was hergestellt. Formation Core. Formation. Da ist er. Also, da fehlte uns der eine Prozessor dafür, ne? Da waren wir, war, glaube ich, war das ein bisschen Logic Prozessor gewesen sein, ne? Also, Logic. Und Gold war das, glaube ich, dann meistens immer. Gold. Gold, okay. Und da waren wir ja dann mit dabei. Also wenn wir dann halt wirklich relativ viele Storage-Buses im Grunde genommen halt zusammenbasteln, ne, brauchen wir halt auf jeden Fall halt die Mixtur. Hier haben wir noch das Winded, nee, das war's nicht. Winded Silicon und das hier. Ne? Und da brauchen wir dann halt auf jeden Fall ja, eine gute Lösung oder ein gutes Mittel dafür. So, jetzt habe ich hier den Formation Core wahrscheinlich. So, zack. So, habe ich zwei Stück davon. Das ist schon mal schön. Und dann brauchen wir als nächstes auf jeden Fall den Storage Bus. So, von Applied Energistics. So, und dann brauchen wir das. Nee, das hat gerade nicht funktioniert. Schade. So, ME Storage Bus, okay, da haben wir eine. Okay. Oh, ich habe ein neues Achievement. Limitless Potential. Okay. So, das heißt, die Frage ist jetzt nämlich halt die, ja, ob man sagt, ob da halt was ankommt. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich habe hier ein. Ich habe das hier. Das heißt, hier kann man hier auf jeden Fall ein paar Sachen einstellen. Diesen Storage Bus.
Aber das scheint nicht zu funktionieren hier. Wieso funktioniert das nicht? Also, was halt funktioniert, ist halt die, was halt direkt funktioniert, ist halt, dass man das hier ran auf jeden Fall packen kann, ne? Also, man könnte das hier, hier in irgendwas ins System einfließen lassen. Ich bin mir gar nicht sicher, was denn dann? So geht das nicht. Und die hier zusammenpacken? Ich weiß nicht, das Problem ist, ich weiß nicht mit dem Kabelmanagement halt wohin, ne? Problem ist dieses, dass wir hier, also wir haben hier auf jeden Fall einen Storage Bus. Das ist schon mal schön und gut, ne? Ich hatte mir halt jetzt überlegt gehabt, eigentlich so für diese Erweiterung, dass man halt sagen kann, okay, gut, wir haben hier den ME-Conduit, ne, das ist aber alles Applied Energistics, so gesehen, ne, das ist aber alles okay, so, und haben dann irgendwelche Gerätschaften, die dann halt mit Applied Energistics halt funktionieren, aber irgendwie, oh fuck. Irgendwie will das halt nicht funktionieren, so wie ich das gerne möchte. Das ist irgendwie natürlich ein bisschen blöd an der Stelle. Ja, weiß ich nicht. Ist doof. Ah, ist blöd, Alter. Ja, ich glaube, da muss ich mich, glaube ich, dann auch nochmal mit beschäftigen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht funktioniert, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ah, das ist ja eine Kacke. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt hier sage, okay, gut, ich lasse hier was im Grunde genommen, was hier reinfließen, ne? Direkt hier rein, ne? Packe dann hier im Grunde genommen noch. Achso, nee, das Item-Conduit, das deckt sich halt zum Beispiel auch schon mal gar nicht. Ja? Ich weiß halt nicht, wofür diese Conduits halt da sind. Also, die fügen sich natürlich, klar, die fügen sich halt dem System halt ein. Man kann die halt stacken, das ist halt natürlich wunderbar. Ich glaube, da muss ich mich einfach nochmal einlesen. Das zählt alles nichts. Ich werde mich da einfach mal einlesen und dann weiß ich in der nächsten Folge dann nochmal Bescheid darüber. Weil dann muss ich nämlich meinen Plan ändern. Ich hatte mir nämlich halt, wie gesagt, halt überlegt gehabt, wir können hier Tiefenspeicher, Kisten, was auch immer halt, ne? Können wir halt hier hinpacken. Können wir vorne dran noch ein schönes Schild hinmachen, ne? Damit das auch schön aussieht, ne? Von außen und so weiter und so fort. Und hinten ist dann halt im Grunde genommen eine einzige Verkabelung. Und hatte mir halt überlegt, okay, gut, da sollte ein Storage-Bus halt im Grunde genommen rein, mit diesem Storage-Bus. Wenn der jetzt hier vorne dran ist, ist es nämlich so, dass ja das ME-System auf diesen Storage-Bus halt zugreifen kann. Das bedeutet, es ist nicht auf den Festplatten drauf, die Items, sondern die sind hier in der Kiste im tiefen Speicher, so gesehen real vorhanden. Allerdings kann man halt auf dieses Zeug halt zugreifen. Ja? So, und das funktioniert halt darüber. Natürlich, wie gesagt, die ME-Kabel hier, die ich jetzt gerade hier habe im Inventar, die sind von Ender.io, das ist mir schon bewusst. Die richtigen Kabel wären, glaube ich, diese, die Dance-Cable, wenn ich das richtig noch, oder Covered-Cable? Nee, Dance-Cable sind das, glaube ich, die richtigen. Ja, die Dance-Cable sind dann die richtigen halt dafür. Und, ja, genau, richtig. So, die müssen hier mit ME-Glas-Cable Ins Cable Freaks. Okay. Gut. Naja, muss man mal schauen. Muss ich mir gleich nochmal beschäftigen, wie ich das mit dem Kabelmanagement da am besten hinbekomme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.